Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Und heute mit einem weiteren Meilenstein. Wir haben, wie ihr sehen könnt, 126.000 Euro und wir holen uns jetzt unseren ersten eigenen LKW. Selbstverständlich ein Scania. Wir haben die Favorisierung auf im Profil, bei der Profilerstellung auf den Scania S gesetzt. In der normalen Staffel, also in der Staffel 3. Wovon das hier jetzt ja quasi eine Kopie ist. Auf demselben Stand wie damals, quasi, also sprich selbe Game-Version, haben wir uns noch keine eigenen LKW gekauft. Deswegen haben wir die freie Wahl. Und ich würde sagen, wir holen uns auch noch einmal wirklich den Scania S. Nicht den Scania R, sondern den Scania S. Ja, hallo? Genau. Wir holen uns den einfach mal mit in Orange. Oder Ausführung ändern. Farbe da. Ja. Okay, 2000. Wir könnten uns doch mal einmal wirklich umholen. Gut, was das betrifft, was Lackierung betrifft, haben wir natürlich jede Menge Potenzial. Aber dazu kommen wir dann irgendwann im Laufe der Zeit. Vielleicht ein Scandinavian Blue Metallic? Da würde ich sagen, wir nehmen auch mal ein Scandinavian Blue Metallic. Oh. Bestätigen wir das Ganze. Jetzt muss ich nochmal kurz raus. Und wieder rein. Ja, kostet dann 123.000. Okay, 124.000. Wir kaufen uns den und schauen dann mal, was wir in Bergen alles so bekommen an Aufträgen. Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKWs. Festplatte voll am Eskalieren. Shit. Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKW bei uns und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Okay. Das ist natürlich hundemüde, das heißt, ich muss jetzt mal hinlegen, das ist auch wieder geil. Ja, dann, wir sind in Sulzhausen. Oh, ich dachte, wir werden in Bergen unser Dings. Da haben wir unser Dings nur noch Sulzhausen. Da müssen wir halt nicht von Bergen aus. Das ist natürlich auch gar nicht mehr so verkehrt. Ja gut, dann legen wir uns halt das erste, bevor wir irgendwas machen, legen wir uns dann halt hin. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So, die Position. Vielleicht noch so ein bisschen hier in die Richtung. Dann wollen wir mal schauen, was wir so in Aufträgen bekommen. In Solar Ressourcen. Solar Ressourcen. Ja, Autos, in Anführungszeichen Autos, Solar Ressourcen nach Göteborg, das klingt doch gar nicht mal so verkehrt, 17.000, dann fahren wir ein Trailer für Autos, ein Autotrailer,
rüber nach Göteborg als unser ersten Auftrag. Gut, prinzipiell können wir auch externe Aufträge machen, wie ich gerade sehe, aber... Nee, ist nicht verbunden. Okay, können wir nicht. Dann nehmen wir... ja. Den... Gott, oh Gott, oh Gott. Den Autoauflieger. Und transportieren den nach Göteborg. Ist ja gar kein Problem, kriegen wir hin. Wir sind jetzt bei 370 PS. Wir haben nur 2000, ich... ja. Eieieiei. Moment. Ah ne, das war nicht so. Gab es nicht auch eine Kürzel für Garagen? Ich dachte, es gab auch eine Kürzel für Garage. Gucken wir einfach mal kurz hier nochmal fix nach. In Bezug auf wie viel jetzt ein Upgrade kosten würde, dass wir auch da wieder ein kleines Zielchen haben. Ein Upgrade hierfür kostet 180.000. Das ist natürlich... ja. Ja, 180.000. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir werden dann wahrscheinlich erstmal noch einen LKW upgraden. Aber schauen wir mal. Schauen wir gleich nochmal nach. Oder falls wir vielleicht die Möglichkeit haben, noch vorbeifahren. Wir kommen da sogar tatsächlich vorbei, ne? Wir holen auch genau da ab. Dann schauen wir gleich da direkt nochmal nach. Wie viel das denn kosten würde. Danken dürfen wir diesmal auf alle Fälle nicht vergessen. Nee, dass wir beim nächsten Mal auch liegen bleiben, das wird dann richtig teuer. Das kostet dann nicht, keine Ahnung. Das wird dann für uns teuer, nicht für die Firma, für die wir fahren. So, bevor wir den Auftrag annehmen. Gucken wir mal nochmal nach. Nein, nicht Wartung, aufrüsten. Also gut, das Haus ist natürlich erstmal irrelevant. Das Fahrwerk prinzipiell auch. Motor ist erstmal interessant. Stärkeren Motor, Level 10 bekommen wir sowieso nochmal ein. Also wir brauchen, sagen wir mal 10.000. Also vielleicht können wir uns sogar direkt danach was besorgen. Da
Dann holen wir uns mal. Also nehmen wir mal den Auftrag an. Frachtmarkt. Ich muss ja zugeben, ich erkenne da keinen Unterschied. Dann würde ich sagen, liefern wir halt wirklich Autos, oder? Nehmen wir mal die. Dann liefern wir einfach mal wirklich Autos, oder? Ne? Okay, da ist ein Laternenmast. Wir dürfen prinzipiell sogar 90 fahren mit dem. Können wir hier zwar eh nicht, weil wir uns in den Arien befinden. Beziehungsweise wir befinden uns in. Wo fahren wir hin? Nach Göteborg. Ne, wir befinden uns in Norwegen und Spanien. Ach, Spanien. Norwegen und Schweden. Okay. Fürs Vorlassen. Also fürs Rauslassen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Dann wollen wir mal 521 Kilometer, das wird eine etwas längere Folge. Aber dafür haben wir unseren eigenen LKW. Göteborg. Das wird schön. Moment, Oh Gott. Wann werden wir erwartet? Am Mittwoch um 3.14 Uhr. Und wir sind da und. Ja, wir sind dann da, wenn wir erwartet werden. Oder wir sind im Rahmen da, sagen wir es mal so. Was perfekt ist. Okay, scheinbar haben wir hier auch keinen Ritualer drin. Wobei doch eigentlich ja schon. Aber ich wusste gar nicht, dass wir doch ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten haben, was die Trailer betrifft, dass wir halt auch wirklich Autos und so weiter auswählen können, die wir eigentlich gar nicht fahren würden. Das ist schön, dass man halt auch da nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Oh, really? Da fahren wir halt doch 12 Tonnen Autos. Vermutlich. Vielleicht sind es auch mehr oder weniger, aber wir haben 12 Tonnen hinten an. Das
wird auf alle Fälle gezogen von unserem Scania. Ich merke schon, ich wechsle mal wieder den Monitor, das macht schon mehr Sinn. Okay, der Abdruck ist immer noch am Laufen. Ich wollte gucken, wie lange der Abdruck noch läuft. Ne, wir haben keinen Retarder drin. Ist vorbei, vielleicht doch. Der halt nur noch nicht so stark ist. Aber das werden wir im Laufe der Zeit noch einbauen, dass wir tatsächlich einen stärkeren Retarder drin haben, der es dann auch wirklich runterbremst. Weil Abdruck, der dürfte ja bald fertig sein. Habe ich den gestartet um 12 Uhr rum. Na gut, das dauert noch ein bisschen. Der sollte höchstwahrscheinlich um oder in einer halben Stunde ungefähr durch sein, schätzungsweise. War ja doch ein bisschen größer, die Datei. Gefühlt werden die Dateien immer größer, also irgendwie. Irgendwie, ja. Also war, glaube ich, auch nicht jetzt so eine Tag- und Nachtfahrt oder hauptsächlich Nachtfahrt wie jetzt die letzte Folge und diese Folge. Diese Folgen werden wahrscheinlich etwas kleiner werden, eventuell. Weil letzte Folge war auch 44 Minuten lang von der Aufnahme her. Wird dann wahrscheinlich aber runtergeschnitten auf 40 oder so. Haben wir doch schon ein paar Pausen gemacht. Aber dann habe ich zumindest jetzt nach dieser Folge ein bisschen was im Voraus aufgenommen, was sehr gut ist. Sprich, ich habe was für die nächsten 2 Wochen sogar schon aufgenommen. Also, wenn es rausgekommen ist, natürlich jetzt nicht mehr, aber die Folge ist auf alle Fälle 2 Wochen im Voraus aufgenommen worden, was ziemlich praktisch ist. Ich versuche das bei möglichst vielen Projekten jetzt hinzubekommen, im Voraus aufzunehmen. Damit ich ja, mich auch um andere Sachen kümmern kann. Oder mal auch ein bisschen mehr Zeit wieder rein investieren kann in andere Spiele, so nebenbei zum Zocken. MMO, GAs. Dass ich Neverwinter mal ein bisschen weitermache, vielleicht auch. Gut, bei Terra mache ich ja gerade nebenbei. Also Terra, genau, in Terra. Bin ich ja nebenbei gerade eher so ein bisschen am Berufe farmen und dadurch so ein bisschen leveln. Also am Handwerk ein bisschen hochpushen. Ja, vielleicht habe ich noch mal ein bisschen mehr Zeit, wieder ein bisschen oder Zeit zu investieren in ja gut, für Neverwinter hier ein bisschen mit der Kampagne weitermachen. Eventuell finde ich auch mal wieder die Zeit, auf Minecraft-Server aufzugehen. Wo ich schon längere Zeit nicht mehr war. Oder ich finde vielleicht sogar mal ein bisschen Zeit,
zumindest nebenbei so mal ein, zwei Stunden wieder so ein bisschen GTA, so ein bisschen Zeit rein zu investieren in die ganzen Sachen, gucken, damit ich um dann mal wieder ein paar Fortschritte dort zu machen im Online-Modus. Frage ist, gehe ich gleich auf, switche ich gleich in Aufnahme für Train Sim World oder Train Simulator? Ich glaube ja zuerst Train Sim World. Ich lasse mich gerade by the way nur ausrollen, okay, das war jetzt too much. Auf dem Berg ab ist natürlich, wir haben jetzt immer noch einen schwachen LKW, der ist natürlich deutlich schwächer. Man merkt das, dass die 510 PS beim Mercedes halt doch schon nicht wenig waren. Der ist zwar auch nicht wirklich den Berg hochgekommen, aber hier mit dem 370 PS starken Scania, ja, kann man das ja schon wieder fast vergessen, ne? Noch 55 Kilometer haben wir noch. Der Laptop ist noch am Laufen. Prinzipiell gesehen, oh Gott, ja, so gut, das mit dem Rendern werde ich jetzt nicht heute mehr hinbekommen, werde ich wahrscheinlich auch über Nacht machen für. Morgen wird es dann auch wieder ein bisschen schwierig immer aufnehmen. Oder könnte schwierig werden, wenn das Problem des Browsers und des Hochladen zu gesehen war. Kommt nix. Also nebenbei schnibbeln während den ganzen Streams laufen, das wird funktionieren, aber rendern wird dann wieder not possible sein. Jetzt geht es langsam Richtung Autobahn. Die Strecke kennen wir ja mehr oder weniger. Sind zwar nicht von Solar Soßen ausgefahren, wir sind nicht nach Solar Soßen gefahren, sondern nach Armut, aber ja. Ähnlich.
wunderbar. Dann haben wir hier den ersten LKW in diesem Projekt. Allgemein in diesem Projekt, wenn man es mal so betrachtet. Auch wenn es ja nur eine Kopie des alten Projektes ist. Oder eine Wiederaufnahme des alten Projektes als Kopie. Als Reloaded-Version. Unter den anderen beiden Projekten, gut, bei American Truck Simulator der zweiten Staffel wird es noch ein bisschen länger dauern. Aber in Staffel 3 der Reloaded-Version, da sind wir sehr bald dabei. Unserem eigenen LKW. Etwas zu knapp. Das erste Mal, dass wir die Mode selber bezahlen mussten. Aber wie gesagt, ich glaube, der Plan ist erstmal, dass wir unseren LKW ein bisschen aufwerten, pushen und so weiter. Festplatte wieder voll da. Das ganze Hin und Her jetzt wieder mit dem Pausieren und so weiter. Oh, really? Unangenehm mit den ganzen Stockern hier da, ey. Der Upload ist jetzt bei 92%, dauert noch 19 Minuten. Sprich, am Ende der Folge, oder wenn wir hier kurz vor Ende sind, in etwa wird das dann durch sein, der Upload. Dann geht da zumindest auch mal ein bisschen mehr Festplattenbelastung zum Teil
wieder weg. Diesmal müssen wir aber hier bei der Maut rein. Nehmen wir über den Autopass. Ist aber auch gefühlt enger als sonst hier. Sonst war man ja schon Platzangst, wenn man da durchfährt. Mehr als sonst. Hier müssen wir es gleich auch wieder durch Maut, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind auf alle Fälle jetzt wieder in Schweden. Wir müssen nicht raus, wunderbar. Wunderbar. Aktuell schalte ich den Tempomat immer noch so auf 83 km pro Stunde ein, wenn wir dann den Truck voll getuned haben und dann halt wirklich Retarder und so weiter, zuverlässige Retarder haben, gestern auch hoch auf 84 km pro Stunde. Vielleicht sogar das eine oder andere Mal da 85, mal schauen. Dann werden wir nun erwartet um 3.14 Uhr, okay. Sind wir ja easy im Zeitrahmen. Ich weiß gerade gar nicht. Okay, hier kommen wir doch schon ganz gut die Brücke hoch. Waren es nur noch 120 Kilometer. Das ist auch ein interessantes Design von dem Dings.
Ach ja, diese Nachtfahrten über die Autobahn. Ich bin auch gespannt, ob wir noch... Okay, was ist noch? Ich schätze mal, wir werden nach Russland kommen, bevor die nächste Staffel beginnt. Den wir auch noch mal überholen. Wir müssen ja noch nicht raus, wobei wir müssten langsam vorsichtiger werden, was die Überholen betrifft. Wobei, ja, wir bleiben auf der Autobahn, das ist sehr schön. Aber wir sind ja jetzt schon kurz vorm Ziel. Sehr schön. Kurz vorm Ziel, die erste Tour haben wir bald zu Ende. Ja. Ich könnte jetzt noch mehr sagen, aber ich will nichts jinxen. Da merkt man die Vorteile der aktuellen, der neuesten Version mit dem Navi. Schön. Irgendwie ist es schön, mit dem eigenen LKW zu fahren. Wir werden natürlich erstmal etwas längere Zeit hier auf Metallic belassen, auf dem Scandinavian Metallic. Passt ja eigentlich auch, wenn man es mal so betrachtet. Ich weiß nämlich gar nicht ganz genau, was für Skins ich sonst noch so drin habe. Also klar, die ganzen Skin-Packs und so weiter, die ich mir mal damals vor Jahren oder vor mehreren Monaten mal geholt habe. Oh. Aber ich glaube, am Mods habe ich glaube hier nichts drin. Weil ich eigentlich dachte, ich hätte welche drin gehabt. War gedownloadet auf alle Fälle, aber ob ich sie drin habe, ist natürlich eine andere Frage. Ich dachte es. Oder die werden. Oder das liegt daran, weil. Bin ich auf dem aktuellen Stand, dass ich deswegen nicht will oder so. Aber ich glaube, ich habe eigentlich gar nichts drin. Ich habe, glaube ich, nur Dinger drin, die, wie heißt das, die ich gedownloadet habe von... Ach Quatsch, wir müssen ja gar nicht... Hier ist ja keine Ampel. Die ist ja da hinten. Ich glaube, ich habe nämlich nichts Steam-Workshop-mäßiges hier drin. Natürlich aus gutem Grund, weil wir auf der 1.3er Version oder nicht auf der 1.36er Version oder was auch immer gerade aktuell ist, spielen.
Sehr gut, Festplatte, ich weiß, dass es dich gibt. Hoppala. Ja, dann wollen wir mal abladen und kassieren. Hervorragend. Ausweichen Autos von Zollsoßen nach Göteborg geliefert. Gefahrenstrecke 522 Kilometer. Dauer 8 Stunden 299. War gut, 298 Liter haben verbraucht, 17.800 knapp bekommen und 978 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir mal fort und hauen uns bei der nächsten Werkstatt aufs Ohr. Beim, wie es aussieht, vielleicht sogar Volvo-Händler. Werden wir gleich sehen. So schnell wollte ich auch hier nicht fahren. Nichts passiert. Können wir uns nämlich dort schon aufs Ohr legen, dann können wir auch noch den Händler aufdecken. Oh Gott, oh Gott. Das wollte ich gar nicht, aber gut, dann machen wir es halt so. Tatsächlich, es ist ein Volvo-Händler. Dann können wir nämlich auch in der nächsten Folge uns dann den das Mal schließen, wenn wir hier vorne uns doch rückwärts einparken, damit niemand uns blenden kann. Passt schon. Dann legen wir uns mal hin und ja. Ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Hoffentlich wieder von Euro Truck Simulator 2, Staffel 3 Reloaded. Und ja, neuer Tag wird's dann heißen. Neue Fracht. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.